Und ich bin kein irgendwie so ein verknatterter Alter, der irgendwie in seiner Ruhe gestört ist. Wir gehen jetzt ins Berghain und die sagten so spontan, hast du nicht Lust mitzukommen? Dann haben sich die Gewinne doch, wenn ich jetzt schon mal zurückschaue, doch halten sich da irgendwie, sind da in der Überzahl, ja, ja. Ich möchte auch nicht über meine Sexualität irgendwie gesehen werden. Ja. Also da wehre ich mich auch immer wieder gegen irgendwie, ich bin mehr als das. Oder der andere Teil ist eigentlich irgendwie noch größer. Und ich möchte eigentlich mit allen Menschen, ich möchte nicht in einem Ghetto, in einer Blase leben, nur mit Gleichgesinnten, nein. Das will ich nicht. Aber den Mund aufmachen, wenn etwas nicht richtig ist, wenn diskriminiert wird, egal wer, das ist immer ganz wichtig. Ich war ein Einzelgänger. Das ist mir heute noch ein Rätsel, wo ich mich da rumgetrieben habe. Da fliegt einer raus, wenn er das größte Ferkel der Wohngemeinschaft ist. Das ist auch eine schwere Last eigentlich auch, so plötzlich in so eine Rolle von so einem Vorbild zu kommen, ne? Wo ich dann auch gedacht habe, ich scheitere da dran. Okay. So einige Male kam die Situation. Wenn die Party-People da bei mir in der Gegend aktiv sind, dann noch mal zwei Tage oder einen Tag länger im Müll rumwarten oder so. Ja. Ja, dann denke ich immer, ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Wir reden alle noch miteinander. Toll. Dafür lasse ich sicherlich, in so mancher Ehe gibt es das auch schon nicht mehr. Ja. Ich hätte das mal alles aufbewahren sollen, diese ersten Entwürfe. Vielleicht wäre das heute noch mal der große Wurf. Herzlich willkommen zu VIP-Velo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast Internetstar, Model und Fashionable-Grandpa Günther Kramme. Und hier ist der stellvertretende Türsteher vom Berghain, Patrick Hesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Ich habe heute zu Gast, er hört's, habe ich gelesen, zumindest nicht gerne, aber wir haben ihn auf dem Fahrrad, den Hipster-Opa. Oh. Ja, aber ich möchte auch gerne den englischen Begriff nehmen, und zwar Fashionable Grandpa. Ja, das klingt etwas besser. Das klingt besser. Wesentlich geiler. Ja, ja, Günther Krabbenhöft, ja. Heute bei Hallo. Uns hier auf dem VIP-Velo zu Gast. Günther, vielen, vielen Dank, dass gerne. Du Spaß mitmachst. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als bei diesen Temperaturen Fahrrad zu fahren, unter schattigen Bäumen. Und da hat ja Berlin einige Straßen von, ne? Absolut. Also perfekt. Absolut. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, ich freue mich, dich als Gast begrüßen zu dürfen hier. Ich möchte mal mit einem Zitat starten von dir, was ich gelesen habe und was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und zwar, je älter ich werde, desto mehr traue ich mich, jung zu sein. Wir dürfen es verraten, du bist jetzt 77 Jahre alt. Jawohl, ja, so ist es. Du bist ja. Jahrgang 45. Genau. Ja? Ich bin Jahrgang 84. Weißt du, für mich ist das so, boah, Wahnsinn. Was muss der Mann schon alles erlebt haben? Allerdings, ja. Gutes und vielleicht auch nicht so Gutes, ist halt, Leben ist halt, wie es ist. Ja, genau, wie eine Wundertüte, und da ist beides drin vor. Irgendwie eine Niete und manchmal auch ein netter Gewinn, ja? Und Gott sei Dank haben sich die Gewinne doch, wenn ich jetzt schon mal zurückschaue, doch halten sich da irgendwie, sind da in der Überzahl, ja, ja. Wie würdest du, ganz doof, wie würdest du auf dein Leben mit 2 bis 3 Sätzen ungefähr zurückblicken bis jetzt? Also, wir können ja mal, ich würde dich ja gerne auch noch ein bisschen kennenlernen, ein bisschen mehr. Ich habe viel gelesen über dich, aber vielleicht erfahren wir ja heute, ein bisschen noch mehr über dich. Und zwar, du bist in Hildesheim geboren. Naja, nicht in Hildesheim, also da sind wir, das ist schon mal nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. Meine Eltern sind aus Hildesheim gekommen im Zuge des Krieges, und Frauen wurden da, glaube ich, dann mit ihren Kindern irgendwie aufs Land geschickt. Und ich bin also geboren in einem kleinen Ort
Hetschershausen heißt der, bei Göttingen. Bei Göttingen? Ja. Sehr schön. Also die Familie kam also ursprünglich aus Hildesheim, aber da von Hildesheim sind wir dann da in dieses kleine Dörfchen gekommen und dort bin ich auch geboren. Ja. Man liest ja immer nur 45er Jahrgang. Bist du denn ein Nachkriegskind oder bist du noch ein Kriegskind? Nein. Ganz direkt zu fragen. Nein, im Juni ist genau und im April, Mai war dann Kriegsende. Ne? Ja. Dann wurden diese Verhandlungen gemacht, alles. Nee, ich bin dann schon ein Kind des Nachkriegs. Ja, genau, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und du bist dann bei Hannover aufgewachsen? Auch erstmal in einem kleinen Ort bei meinen Großeltern in Letter bei Hannover. Ja. Und hatte dort eine Kohlenhandlung, die meine Mutter dann erstmal weitergeführt hat, weil mein Vater war noch in französischer Kriegsgefangenschaft. Okay. Und wir waren also, ich glaube, 2-3 Jahre mit Mutter alleine auf dem Hof meines Großvaters. Und du hast dann, ich finde deine Geschichte ja wirklich toll und wenn ich sie so lese, ist ja eine andere Zeit gewesen. Ja, und, allerdings. Ja. Ja. Und du hast dann eine Kochlehre gemacht, du bist gelernter Koch. Ja. Dann 50 Jahre in dem Beruf Koch gearbeitet. Oh ja. Das war ein ganz aber eigentlich heftig, nicht so ganz freiwillig am Anfang, ne? Also naja, nicht ganz freiwillig, ja. weil ich weiß nicht, ich bin in diesem ganz kleinen Dorf groß geworden. Es gab eine Volksschule. Volksschule, ja. Volksschule. Und dann gab es da diese 8 Klassen. Und weit und breit nichts anderes. Da war man 15, dann hatte man seine Schulzeit eigentlich beendet. Und dann hieß es, was willst du lernen? Oder du musst jetzt einen Beruf ergreifen. Ja. Naja, ich habe immer so Design, also ich habe Lampen gezeichnet, Beleuchtungskörper und so. Und ja, meine Eltern mich nur groß angeguckt und haben gesagt, was ist denn das für ein Quatsch, gibt's hier nicht. Ist nicht. Und stimmt, dann, du wolltest Lampendesigner werden, ne? Ich würde mal genau, ich habe das als Jugendlicher oder als Kind irgendwie stundenlang gemacht. Ich glaube, ich hätte das mal alles aufbewahren sollen, diese ersten Entwürfe. Vielleicht wäre das heute noch mal der große Wurf. Ja? Aber so, das war das, ja. Aber wie gesagt, und dann bin ich als Schöngeist oder einer, der auf dem Weg dahin war, in diese Situation hineingeworfen worden, in diese brutale Atmosphäre einer Hotelküche. Okay. Und da arbeiten ja keine Chorknaben. Und das war dann schon ganz schön heftig, wo ich dann auch gedacht habe, ich scheitere da dran. Okay. So einige Male kam die Situation. Warst du denn eher mehr ein zurückhaltender Junge oder junger Mann? Oder warst du schon eher mehr, also ich kenne dich jetzt ja nur als sehr extrovertierten und sehr lebendigen, nach außen hin unheimlich agilen Menschen, aber als Kind anders gewesen? Aber hallo, ich war ein Einzelgänger und habe mich auch immer in meiner Freizeit zurückgezogen, aber immer auch, weil ich es auch schön fand. Ja. Auch damals manchmal wundere ich mich heute, dass so meine Begeisterung für Friedhöfe irgendwie ist mit den alten Gräbern und parkähnliche Situationen. Aber da habe ich schon als Kind gesessen und habe meine Bücher gelesen, habe meine Wurststullen gegessen und habe mir Geschichten ausgedacht, wie das vielleicht, wenn da auf der Inschrift irgendwie was Besonderes stand, ob das so stimmte, was sie denn auf die Tafel geschrieben haben und ob das nicht irgendwie dann so eine Nettigkeit war zum Schluss, um den Vater oder weiß ich was, der vielleicht ein Tyrann gewesen ist, dann nochmal ein positives Denkmal zu setzen. Ist ja auch in Ordnung. Aber solche Geschichten habe ich mir dann immer dazu ausgedacht. Aber ich war gerne da und ich habe viele Dinge für mich alleine gemacht, was ich auch später gemerkt habe, dass mir das also auch ganz wichtig war. Diese eine Seite, also mit vielen Menschen zusammen, mit Freunden, gemeinsam was zu machen, die gemeinsam große Bühne, aber auch eben halt als Gegenpol immer
alleine zu sein, immer als Rückzugsort, um mich irgendwie neu nochmal so viele Dinge zu hinterfragen oder Dinge für mich zu klären, wo ich hin will und was ich will. Das ist eigentlich ein lebenslanger Prozess gewesen. Das hat eigentlich auch im hohen Alter nicht aufgehört. Toll. Wir radeln hier gerade durch Kreuzberg. Und ich glaube, Kreuzberg ist mit deine Hood geworden. Du bist in den 70er Jahren nach Berlin gezogen, in das wilde West-Berlin, muss man ja dazu sagen. Ja. Und nach Moabit. Ja, genau. Und da hat sich dann aber nicht so lange wahrscheinlich gehalten. Ja, es waren 10 Jahre. 10 Jahre Moabit, okay. Ja, genau. Das ist für alle Nicht-Berliner, das ist so eher wahrscheinlich in den 70er auch noch ein eher Arbeiterbezirk gewesen, oder? Ja, also, das war sehr verschlafen und es tut sich so ein bisschen jetzt. Aber es wird nie sicherlich ein Hotspot. Aber dafür gibt es ja andere Bezirke, die das gerne übernehmen. Aber Moabit ist irgendwie zum Leben, für den Alltag sicherlich genauso attraktiv. Also ich habe da Freunde wohnen. Und ich finde, das ist ganz kommod da, ja, irgendwie. Dann hat sich nach 10 Jahren aus Moabit nach Kreuzberg verschlagen. Und die Geschichte finde ich jetzt richtig abgefahren. Und zwar, kann man dich als Hausbesetzer dann auch noch, also ich habe unterschiedlichste gelesen, deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz doof. Also ich habe gelesen, dass du letztendlich, dass das mit Freunden, dass es eine Art leerstehendes Haus war, was ihr theoretisch gekauft habt. Aber ihr habt endlich das Grundstück gekauft, weil das Haus an sich keinen Wert mehr hatte. Ja. Und in diesem Haus seid ihr bis heute? Ja, genau. Wir leben da wirklich, das ist mein Dorf. Und das war damals so, das sollte abgerissen werden, wie vorne der größere Teil der Straße ja dann auch abgerissen wird, da dem hinteren Teil zum Kanal hin. Da waren dann die Hausbesetzer aktiv und haben das Ganze erstmal gestoppt. Okay. Und daraus ist das entstanden. Ich bin dann dazugekommen. Ja? Also ich war nicht in dem Widerstand der ersten Stunde dabei, sondern ich bin dann dazu gekommen und habe aber natürlich dann die ganzen Verhandlungen mit dem Senat und mit den Eigentümern gehabt, weil das wurden dann irgendwie vielen der Häuser so Selbsthilfegruppen, die für sich so die Vorstellung hatten, irgendwie gemeinsam anders zu leben, nicht isoliert in irgendwelchen Mietwohnungen. Und daraus ist das entstanden. Und wir leben heute immer noch gemeinsam zusammen. Und inzwischen sind auch schon einige gestorben. Aber da sind die Kinder, die als Kinder mit eingezogen sind, nur mit ihren neuen Familien da, sodass eigentlich immer Bewegung drin ist. Und wir machen auch viel gemeinsam noch. Also es funktioniert. Wir reden alle noch miteinander. Toll. Dafür, dass ich sicherlich in so mancher Ehe gibt es das auch schon nicht mehr. Ja. Aber das funktioniert. Toll. Und Man kann ja mal so die Brücke schlagen zur heutigen Zeit. Das war in den 80er Jahren, glaube ich. Ne? Mhm. Die Wohnungssituation, das mal so ein bisschen nur mal, also in Berlin hat sich ja eigentlich nie verändert. Ne? Weil es war immer irgendwie, auch von meinen Eltern kenne ich das auch aus den 80er Jahren, es war immer Wohnungsnotstand irgendwie. Die immer Wohnungen, war das, wenn heute die Leute sagen, vielleicht war es eine Nuance einfacher, aber die lagen auch nicht irgendwie da zu Hunderten oder weiß ich was und haben darauf gewartet, nun endlich bewohnt zu werden, die Wohnungen. Also das fand ich immer. Und so sehe ich das auch mit den Autos damals. Irgendwie Parkplätze gab es nie, auch zu der Zeit nicht. Ja? Also es ist immer dieser Mangel gewesen. Aber das macht ja Berlin aus, nicht? Und deshalb lieben wir das? Nein, oder Hassliebe ist, glaube ich, auch für mich das Richtige. Es gibt Tage, wo ich nicht auf der Welt woanders sein würde. Und manchen Tagen, jetzt im Sommer vor allen Dingen, wenn die Party-People da bei mir in der Gegend aktiv sind, dann noch mal 2 Tage oder einen Tag länger im Müll rumwarten oder so. Ja. Dann denke ich immer, ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber auf der anderen Seite ist es lebendig und ich freue mich daran. Ich bin kein irgendwie so ein verknatterter Alter, der irgendwie in seiner Ruhe gestört ist. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es ein bisschen irgendwie, also nicht so diesen Touch der leichten Verwahrlosung auf Dauer immer aufzeigt, dieses Kreuzberg. Und das tut es, ja. Und irgendwann habe ich es auch aufgegeben, gewisse Sachen zu melden, weil ich habe das Gefühl, also die, weiß ich nicht, die Bezirksregierung ist nicht nett zu den Bewohnern, sonst würde sie auch auf diese Dinge achten. Und dass auch die zum Tragen kommen, nicht nur die, die Party machen wollen, sondern die da auch leben, ja. Ja. Wenn man schon Leute sagt, hier, macht Party, aber
bitte danach aufräumen. Wie in der WG, ja? Da fliegt einer raus, wenn er das größte Ferkel der Wohngemeinschaft ist. Ja. Das war schon immer so und das bleibt doch wahrscheinlich immer so. Ne? Das ist halt, ja. Das ist ja das Tolle, du hast so viel zu erzählen und es ist auch toll, dass du das weitergibst und auch, um jetzt mal, du hast ja ein wirklich auch für dich sehr bewegtes Leben. Du hast eine Tochter. Ja. Und du hast auch Enkelkinder. Ja. Genau. Hast aber dann irgendwann gemerkt, hoppala, eigentlich bin ich vielleicht verzaubert. Ja, ja, das kam wie ein Vulkan. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie da schon immer irgendwie was gespürt habe und das nicht zugelassen habe. Ich bin in eine Situation gekommen, die eigentlich auf den Schlag alles veränderte, wo ich gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Ich habe die Situation nicht so gesucht, ich bin in sie geraten und habe mich dann irgendwie, ich habe mich dann darauf eingelassen. Und dann war eben halt anschließend es nötig, irgendwie zu schauen, wer bin ich, was will ich und wo soll es hingehen. Aber eben halt alles geprägt von dieser sagenhaften Verzweiflung am Anfang und Scham, dass ich eigentlich erstmal die Familie so bisschen durcheinander gebracht habe. Also da habe ich lange dran zu knabbern gehabt, ja. Es waren ja andere Zeiten. Man muss es ja ganz klar sagen, nicht? Das ist ja. Ja, es wurde schon ein bisschen mehr, aber es waren andere Zeiten. Auch die Kommunikation untereinander, ne? Ja. Das war natürlich auch nicht wie heute, wo man halt mal irgendwie kurz mal was ins Internet eintippelt und dann Leute findet dafür. Ja. Sondern damals war das halt wirklich noch analog und dann warst du Mitglied in der Selbsthilfegruppe Schwule Väter. Ja, genau. Schwule Väter. Ich glaube, du hast die Flucht nach vorne, oder? Wenn man das ja, so macht. Natürlich, weil man denkt ja immer irgendwie, man ist alleine, wie bei vielen Dingen. Und dann stellt man fest, irgendwie, wie viele es Menschen gibt, wie viel Leid, wie viel Verzweiflung in jeder einzelnen Geschichte steckt, mit unterschiedlichem Ausgang. Und das hat uns dann dazu bewegt, irgendwie auch diese Gruppe zu gründen, diese Selbsthilfegruppe Schwuler Väter. Und waren dann auch wirklich viele Jahre aktiv. Jetzt läuft das auch immer noch weiter. Und das Ganze findet immer als Treffen, glaube ich, wenn ich noch gut informiert bin, zweimal im Jahr im Waldschlösschen bei Göttingen statt. Ja, ja, hingehen. Und dann, aber nun mittlerweile ist das alles irgendwie kein Thema mehr. Aber die nächste Generation, also die Kinder haben ja dann letztendlich, waren ja auch die besten Botschafter dafür. Ja. Ja, weil sie selber betroffen waren und dann auch immer irgendwie dafür gesorgt haben, dass da keine falschen Worte auch in der Clique. Dann flogen die auch bei meiner Tochter raus aus der Clique, wenn sie irgendwie eine blöde Bemerkung gemacht haben. Habe ich aber so nie erfahren, aber das hat sie mir erzählt. Das war immer ganz wichtig, dass das so von den Freunden akzeptiert wurde. Also man kann schon, glaube ich, ganz klar sagen, dass du auch eine Person bist, die vielen Menschen auch zu der damaligen Zeit bestimmt viel Mut gemacht hast, Hoffnung auch und ein Vorbild warst. Also vermutlich auch bis heute. Darf man wirklich nicht unterschätzen. Also es ist ganz wichtig. Ja, man kriegt das selber nicht so mit, aber hin und wieder, wenn man Leute trifft, die sagen einem das. Und das berührt mich dann natürlich auch immer wieder. Das ist auch eine schwere Last eigentlich auch, so plötzlich in so eine Rolle von so einem Vorbild zu kommen. Ne? Auf jeden Fall. Muss man dann irgendwie schon immer genau überlegen, ob ich das in der Öffentlichkeit tue oder nicht tue oder sage oder nicht sage. Aber du hast die Rolle angenommen, nicht? Und letztendlich wirklich bravourös auch ausgeführt. Also Respekt und Anerkennung dafür. Wirklich. Das ist immer wichtig. Auch, das ist auch immer meine Botschaft, irgendwie, dass jeder so sein kann, wie er möchte. Und wenn er spürt, dass er anders ist als die anderen, das auch anzunehmen und selbstbewusst, das ist nicht immer einfach, sein Leben lebt. Und das irgendwie einfach die Menschen auch aufhören, immer so, weiß ich was, so weiterhin, das ist, passiert ja immer noch, dass es da genug Situationen gibt, wo dann auch Schwule und Lesben irgendwie noch immer angegangen werden und angemacht werden. Ja. Ich würde mir wünschen,
dass das nun endlich mal der Vergangenheit angehört. Und ich weiß natürlich auch, ich möchte auch nicht über meine Sexualität irgendwie gesehen werden. Ja. Also da wehre ich mich auch immer wieder gegen irgendwie, ich bin mehr als das. Oder der andere Teil ist eigentlich irgendwie noch größer. Und ich möchte eigentlich mit allen Menschen, ich möchte nicht in einem Ghetto, in einer Blase leben, nur mit Gleichgesinnten. Nein, das will ich nicht. Aber den Mund aufmachen, wenn etwas nicht richtig ist, wenn diskriminiert wird, egal wer, das ist immer ganz wichtig. Toll. Schönes, wirklich schönes Wort. Wir fahren hier gerade am berühmten Tresorclub vorbei. Ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich. Und zwar, was 2015 passiert ist. Und das seht ihr gleich. Wir sind hier gerade am auch weltberühmten Tresorclub vorbeigefahren und wir haben gerade schon mal gesprochen, es war nicht der alte, warst du mal im originalen Tresor am Leipziger Platz? Ich kenne das natürlich alles, aber ich glaube, ich überlege immer krampfhaft, was ich in der Zeit gemacht habe und nicht da war. Also das ist mir heute noch ein Rätsel, wo ich mich da rumgetrieben habe. Ich meine, so ist es ja dann irgendwann auch mit den anderen Clubs gekommen. Irgendwann war die Zeit dafür reif. Und weil ich es auch selber wollte und gedacht habe, jetzt ist es soweit. Genau, starten wir mal wirklich. Du hast ja einen absoluten Plot-Twist in deinem Leben erfahren. Also ja. Anders, glaube ich, würde ich das gar nicht beschreiben können. Du bist ja über Nacht weltbekannt geworden. Das kann man und darf man wirklich so. Ja, das kann man so sagen, ohne zu übertreiben. Ohne zu übertreiben? Ja. Lass mal kurz durch, liebe Freunde. Und hier im Hintergrund sehen wir gerade schon den berühmten Kit-Kat Club. Ja. Das Kitty, wie es in Berlin liebevoll genannt wird. Ja. Über Nacht weltberühmt geworden. Das war 2015. 2015 begab es sich, dass du am U-Bahnhof Cottbusser Tor. Ja, genau. Am Kotti, wie der Berliner auch wieder sagt. Ich glaube, mein erstes Smartphone so in der Hand hatte und irgendwie so da drauf schaute und mich gewundert hat, wie Bilder da drauf kommen. Und dann kam ein Brite. Ja, genau. Also, ja, ich glaube, ein Schotte. Ein Schotte sogar? Er hat mir gesagt, er kommt aus Schottland. Aus Schottland? Yes, sir. Und dieser Schotte hat dann ein oder zwei Bilder von dir gemacht. Genau. Am Anfang mit der Bitte, sie nicht zu veröffentlichen, weil die U-Bahn kam und ich eigentlich nicht wollte. Er wieder zurückkam und regelrecht gebettelt hat, bitte dieses Foto. Habe ich dann gemacht und heute würde ich sagen, ja, ohne dem wäre das ja alles nicht passiert. Ohne den hättest du sicherlich einen anderen Weg. Ja, aber so jedenfalls nicht diesen Hype. Nicht diesen Weg. Es ging im Handumdrehen, Borrel Panda, da haben meine Freunde mitgefühlt, ach, es fehlen noch 1000 auf 1 Million. Und dann ging das rundherum. Und im Handumdrehen, um die ganze Welt, von New York in den Live-Tickern, in den Taxis, Australien und skandinavischen Ländern noch. Kann man noch Russland sagen? Aber Russland war's. Selbstverständlich, nein. Gottes Willen. Ja, ja, natürlich. Aber ich sag mal, hallo. Von Japan und so weiter. Und dann dauerte es nicht lange. Dann, das hat man mir dann erzählt, dass eine Crew, eine Frau vom Auftrag von einem japanischen Modeunternehmen mit meinem Foto durch Kreuzberg gelaufen ist und hat gesagt, wir sind von denen. Nein. Sehen Sie den. Wirklich? Geil. Und das fand ich ja dann im Nachhinein eine irre Geschichte. Ich war gerade bei Freunden auf Mallorca. Ja. Dann erreichte mich eine Mail von einem Fotografen, der wohl irgendwie mich schon mal gesehen hat, also wusste, das ist der Herr Kramme. Und hat gesagt, hey, die suchen dich.
Und die Firma hat Kontakt zu mir aufgenommen. Ich möchte sofort kommen. Sie möchten irgendwie eine Modestrecke mit mir machen. Und sie würden auch den Rückflug alles irgendwie canceln und bezahlen. Und so habe ich gesagt, wenn sie noch mal 2 Tage warten können, ich komme in 2 Tagen sowieso zurück. Ja? Und dann ging es los. Ja? Und dann haben die nicht irgendwie eine Modestrecke mit mir gemacht, sondern einen 5-seitigen Bericht über diesen Mann, der da irgendwie so Aufsehen erregt im Alltag und die Menschen irgendwie so auf ja, schauen lässt, irgendwie, hey, was ist das für ein Alter, der da im Moment in aller Munde auf allen Kanälen ist. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Und ja, es hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Es hat sich verändert. Inzwischen, weiß ich nicht, geht schon um Vorträge. Ich halte Vorträge und mache kleine Sachen. Übrigens, ja, diesen Monat. Ja, wir sind im Juni 2022. Genau. Ja. Ist die Premiere von meiner lieben Freundin Britt. Ja. Und mir. Liebe Grüße. Von einem, ja, Britt, hallo, falls du uns siehst, ja, für unseren neuen Song mit einem wunderbaren Video vom guten Freund Volker und seiner Crew irgendwie also in Szene gesetzt. Und ja, es ist wirklich toll. Und das ist bei meiner Party, ja, zu dieser 7-7, wird das Premiere haben erstmal. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, und toll. Ich glaube, das wird irgendwie der Knaller. Absolut. Also, wir verlinken es unten, ne? Also in der Hinsicht. Ja, es ist zumindest schon so, dass auch der Volker das schon irgendwie angekündigt hat. Also das ist jetzt, es lag ja auch 2 Jahre brach. Weil durch die Pandemie irgendwie ging ja nichts mehr. Wir waren gerade fertig, irgendwie so im März 19. Ja. Und was, 19? Ja. Und dann hat das, aber dieser Song und das Video hat ja kein Verfalldatum, so wie wir auch. Ja. Also ich bitte dich. Jetzt muss ich mal fragen, wie fühlt es sich denn an, wenn man über Nacht weltberühmt wird? Wie, das ist eine doofe Frage, aber ich kenne es ja nicht. Wie ist das, wenn man plötzlich auf der Straße erkannt wird, wenn einen Leute grüßen, die du vorher noch nie gesehen hast? Ja. Wie fühlt sich denn sowas an? Und vor allem, ich weiß nicht, ich würde mir zum Beispiel denken, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. So sage ich das auch immer. Ich, ja, sage auch, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nicht plötzlich anders geworden oder durch was. Und dann das ist für mich immer noch, wo ich mich drüber wundere. Und dann sagen irgendwie meine Freunde, hey, du machst etwas, weil du authentisch rüberbringst irgendwie, wie man auch das Leben als älterer Mensch oder überhaupt als Mensch auch leben kann und so. Und ich denke, das hat was damit zu tun. Das sage ich mir, also es erzählen mir immer dann meine Freunde. Ja. Aber ich bin auch immer noch wieder erstaunt, weil ich habe ja keinen Plan gehabt. Ich habe ja kein Ziel gehabt. Ich wollte ja nichts, sondern das ist an mich herangetragen worden, es ist mir vor die Füße gelegt worden und ich musste mich entscheiden, ey, mache ich da jetzt mal mit und schaue mal, was daraus wird. Und ich habe natürlich so viele schöne Dinge dadurch auch entdeckt und kennengelernt und so. Also im Nachhinein, ohne dass ich irgendwie das irgendwie versucht habe auszubauen oder weiß ich was und denken, hey, das könnte etwas werden, wo du irgendwie ja jetzt so durchstarten kannst. Das hat mich nicht interessiert und deshalb bin ich da auch so locker und habe, wie gesagt, keine Ambitionen irgendwie mehr, größer. Alles ist irgendwie von alleine gelaufen oder alles zu mir gekommen. Ja. Und das passt auch so in meinen Blick auf diese Dinge. Alles kommt zu mir, was zu mir kommen soll, im Leben zu jedem. Und das passt so, genau wie ich das immer gedacht habe. Es geschieht immer so. Und das mit dem Song genauso. Damals mit der Entscheidung in die Wohngemeinschaft, in die Hausgemeinschaft zu gehen. Ich habe überlegt, nach der Trennung von meiner Frau, will ich alleine leben mit dem Kind, weil meine Tochter ist ja auch bei mir gewesen dann. Und will ich dann irgendwie, wie will ich leben? Ja. Und dann plötzlich kam auch das wieder an mich heran. Hey, wir suchen noch Menschen, die da mitmachen und so. Hast du Lust? Ja, habe mich wieder dafür entschieden. Also es sind Sachen, die ich nie aktiv, also die mein Leben verändert haben, angestrebt habe, sondern irgendwie sind sie einfach passiert. Und dann habe ich mich dafür oder dagegen entschieden. Toll. Ja? Und deshalb war das irgendwie nie eine Anstrengung. Es wurde nachher manchmal eher eine Anstrengung, dass das doch so viel wurde und ich sehen musste, irgendwie, hey, du musst ein bisschen gucken, dass es dir auch noch gut tut und dass du nicht irgendwie so viel. Life-Work-Balance. Ja, genau.
Jetzt aber fahren wir hier rum. Fahren mal nach rechts, genau. Ja, okay. Schön, hier jetzt mal Alex angekommen. Eins mal doof gefragt, hattest du jemals noch Kontakt zu dem Schotten? Nein, das ist ja abgetaucht. Wir haben ja, meine Agentin hat nachher versucht, bei Facebook rauszukriegen, wann das erste Mal ins Netz gestellt wurde. Der ist abgetaucht. Es ist nie, ich meine, er wusste ja auch, dass er letztendlich das gemacht hat. Und das durfte er eigentlich nicht oder sollte er. Ja, klar, das Recht hat er auch. Aber durch ihn, ja, ich würde ja heute irgendwie, würde ich sagen, irgendwie gut gemacht oder irgendwie nett von dir. Ja, ne, wäre doch eigentlich. Also ich wäre ja nicht sauer oder so. Aber dadurch ist auch dieses Bild, dieses berühmte Bild, hat eben halt nie dann irgendwie, wo ich da stehe, so unsere, also das waren nie unsere Rechte dann, weil das trotzdem er das nicht durfte, irgendwie dann doch ihm gehört, ja, dieses Foto. Ich fahre jetzt hier mal auf dem Radweg. Aber das ist dadurch also. Hatte das dann so eine Dimension angenommen, die ich auch niemals gedacht hatte. Und man muss ja sagen, also ich bin ja auch kein Influencer-Typ. Ich bin auch, sag ich mal, in dieses Leben auch reingewachsen. Bei dir war es ja aber wirklich das war ja der absolute Katapultsprung, weil wie Bungee-Jumping. Von 0 auf 100 oder so. Plötzlich hast du dich wahrscheinlich auch einfach damit mal beschäftigen müssen, was da überhaupt alles auf dich einprasselt. Und bist dann ja auch wirklich zu einem Influencer geworden, ja, wie die Jungfrau zum Kind irgendwie. Das ist so. Ich sehe immer so, ich weiß ja nicht, ob ich das richtig sehe. Für mich ist sie immer Influencer, der irgendwie sicherlich die Leute, also der Werbung für irgendetwas, habe ich natürlich im gewissen Sinne auch gemacht. Aber ich habe mich immer wieder gescheut und es musste immer irgendwie nur irgendwie genau zu mir passen, dass das auch immer weiterhin für mich authentisch war, dass ich das auch selber sicherlich diesen Gegenstand irgendwie für mich erworben hätte, weil ich ihn schön und passend finde für mein Leben. Ja. Der große Durchbruch kam ja dann nachher, als ich die Werbung gemacht habe mit diesem Tanzbattle und dadurch irgendwie dann auch überall noch den Rest der Leute begeistert hatte, weil es ging ja dann darum in dieser Szene, ey, der Alte macht eine Party dann mit ein paar jungen Leuten und dass es immer auf das Mindset drauf ankommt und nicht irgendwie wie unterschiedliche Altersklassen dabei sind und alle gemeinsam verbindet den Spaß am Tanzen oder so. Und dann ist es egal, welches Alter wer hat oder so. Und das ist da auch gut rübergekommen und ich liebe das heute auch noch, weil es eben halt, so heißt, was auch so meine Empfehlung oft ist, aus der Reihe zu tanzen, ja, letztendlich. Schön gesagt. Na, ich habe ja das Gefühl, dass man als sogenannter Influencer oder als Person des öffentlichen Lebens auch halt eine gewisse Verantwortung auch schon hat. Du hast eine Menge Leute, die letztendlich dir folgen und für die du sicherlich auch ein Vorbild bist. Und somit hat man ja schon eine gewisse Macht in einer gewissen Form. Und das stelle ich mir schwer vor, damit dann auch richtig umzugehen, dass man manchmal sagt, poste ich das jetzt oder wie poste ich das zum Beispiel? Was kann ich damit eventuell auslösen? Ne? Also wenn es dann halt meinetwegen zum Beispiel ein bisschen politischer werden sollte oder irgendwas, ne? Plötzlich steht man im Fokus, weil es beobachtet dich ja nicht nur Henry Liese aus Hinterdupfing, sondern vielleicht auch irgendwelche Presseleute, die dann ja nur darauf warten, dass dann der Herr Krabbe endlich mal was postet. Was loslässt, um ihn dann damit, vor das Bein zu pinkeln. Ja. Genau. Ja. Aber das ist genau auch immer das, was ich im Kopf habe, aber weil, also natürlich wählt man dann seine Worte und vielleicht ist das dann, gelingt es nicht immer ganz hundertprozentig, aber mein Blick im Leben ist immer auch so etwas Ausgleichendes und irgendwie den Leuten zu sagen, ihr müsst miteinander reden. Ja. Das geht eigentlich immer so, auch wenn man heute, die gibt es ja denn die Gruppen im Ukraine-Konflikt, mit dem kann man nicht reden und da soll man nicht, was soll man denn reden? Und dann denke ich immer ich habe auch mal eine Zeit in so einem Jugendheim gearbeitet, dann denke ich immer daran, bei den Jugendlichen und bei besonderen auffälligen Leuten, egal wie, da sagen wir dann schon immer eher, hey, man darf den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, egal wie unappetitlich das ist. Also reden irgendwie. Und wenn man dann aber schon vorne sagt,
damit hat man das ja auch aufgegeben. Oder für sich sucht eine Rechtfertigung, aber mit dem braucht man, kann man gar nicht reden und das ist sowieso Zweck. Also dann hat man jemand aufgegeben und damit macht man, sucht man dann auch für sich eine Legitimation, andere Seiten aufzuziehen und sagen, ja, ich habe es alles versucht. Aber ich bin auch immer einer, der zweifelt und sagt, habe ich wirklich alles versucht? Ja, wenn solche Dinge dann im Raum stehen und das müssten sich die Politiker auch sagen, haben wir auch alles versucht. Man schmückt sich ja, oh, ich habe das gemacht und das gemacht, das bedeutet aber nicht alles versucht oder vielleicht immer das Falsche gemacht oder das ist auch viel Psychologie, auch bei so einem durchgeknallten Typen und ja, wie Herrn Putin, ja, der da völkerrechtswidrig da auf die Kacke haut und wirklich Leid und Elend über die Menschen gebracht hat. Aber das bedeutet eben halt letztendlich nicht. Und wie soll es auch weitergehen? Man muss mit den Leuten reden. Ja? Selbst wenn sich da was verändert, man muss dann auch mit dem Aggressor wahrscheinlich reden. Im besten Fall wird er von den eigenen Leuten irgendwann abgesetzt und man muss mit den Nachfolgern reden. Aber es geht nicht anders. Ja? Und so sehe ich das auch immer bei Jugendlichen. Ne, da gibt man die auch nicht auf und sagt, man muss irgendwie immer weiter, auch wenn es kaum Aussicht auf Erfolg hat. Ja? Weil das andere hat auch nicht Aussicht auf Erfolg. Ja? Dann kann man so, egal, das ist immer meine Sicht darauf. Ja? Und das ist ja in dieser Zeit auch schon schwer gewesen, es überhaupt in Erwägung zu ziehen, weiter zu quatschen. Ja? Okay, aber das traue ich mich, weil das ist auch eine innere Überzeugung für mich. Ja? Und ja, da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Aber es stimmt schon, was du sagst, dass man sehr gut aufpassen muss. Ja? Und manchmal dann wurde ich an, hey, ich könnte doch meine Reichweite nutzen und Stellung viel stärker nehmen. Ich habe einen Post gemacht und damit sage ich auch alles letztendlich, wie ich dazu stehe. Ja? Da muss ich nicht jeden Tag irgendwie wieder neu, dass irgendwo wieder, weiß ich, wieder ein Panzer getroffen wurde. Und weißt du, das bringt niemand weiter. Das ist nur eine Aneinanderkettung von schlechten Nachrichten, die aber nicht die Sache wirklich verändern. Ja? Aber ich habe eigentlich immer auch in der Pandemie so die Position eingenommen. Trotzdem, das, was ich sage, war ja auch nicht immer. Ich bin ja nicht grundsätzlich so als positiver Mensch und zuversichtlicher Mensch auf die Welt gekommen. Ich habe ja da auch meine Brüche gehabt. Aber irgendwann habe ich irgendwie mitbekommen und gespürt, dass man glücklich sein und positiv zu schauen auch lernen kann, ja, letztendlich. Und dass man tatsächlich irgendwie großen Anteil daran hat, wie es für einen läuft. Natürlich gibt es manchmal, werden von außen einem Stein in den Weg gelegt und es kommen irgendwie Katastrophen auf ihn zu. Aber selbst in den Katastrophen gibt es die Entscheidung, wie groß die Katastrophe dann noch zusätzlich wird, indem ich ganz außer Kontrolle gerate und oder in eine Angststarre verfalle und weiß ich was. Also man hat schon noch immer ein bisschen Möglichkeiten, da mitzuwirken. Und das hat mir auch geholfen und das gebe ich auch immer weiter an die Menschen, dass die, auch in dieser Pandemie war das ja auch so besonders, ja. Und da war dann ist schon immer schwierig, aber ich habe dann auch dieses Feedback gekriegt, dass viele das dann auch mir gesagt haben, dass sie das so schätzen, dass ich bei alledem auch immer noch diesen positiven Blick. Davon wird nichts besser, aber es wird auch nicht schlechter. Ja, ja, das ist es genau, aber es ist so. Ja? Vollkommen, und das finde ich halt so toll, dass du wirklich einfach positiv auf die Welt und auf dein Leben schaust. Und das ist in dem Alter, muss ich auch mal ganz sagen, Respekt wirklich. Du hast auch bestimmt eine Menge auf gut Deutsch Scheiße erlebt. Aber trotzdem immer mal positiv nach vorne gucken. Ja. Und ich finde, das ist so das beste Vorbild, was auch die jetzige Generation haben können. Ne? Weil klar, es ist immer es passiert immer was Schlechtes auf der Welt. Aber Es fängt ja manchmal schon mit den Worten an, wenn die Leute sagen, ich mache mir Sorgen. Sag ich, nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich sorge mich vielleicht, ja, aber nicht, ich mache mir Sorgen. Ja, weil das gehört da nicht hin, weil die Sorgen sind da, die muss ich mir nicht machen. Also deshalb sorge ich mich. Auch schon mal so ein Wort, ja? Ja. Ja. Oder das Wort Unkosten gibt es nicht. Es gibt Kosten.
Ja, das sind so tolle deutsche Begriffe. Ne? Ja. Herrlich. Alles so. Ja, und solche Sachen. Und dann denke ich immer, ja, das ist schon also auch wichtig, wie ich da drauf schaue. Absolut. Und toll. Das wirklich macht schon eine Menge her. Und das soll auch so bleiben. Und das habe ich mir auch auferlegt. Auch wenn ich vielleicht mehr Einschränkungen jetzt erlebe, wenn ich älter werde. Und ja, da hätten wir langfahren können. Da eigentlich. Ich habe gerade überlegt. Ja. Da hätten wir langfahren können. Ja. Ich bin aber jetzt ist egal. Wir fahren über die nächste Brücke. Super. Ja. Und das. Jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. Ich möchte gerne auf die Geschichte eingehen. Deswegen es ist ja auch so schön, dass wir jetzt da hinfahren. Und zwar dein erster Berghain-Besuch. Wow, ja. Ich habe gelesen, magisch. Mädels getroffen. Ja. Und die haben dich wahrscheinlich, aus Gag wahrscheinlich, gefragt, ob du mitkommen möchtest. Ja. Ne? Oder haben halt gedacht, ja, die sagen, ey, du siehst ja cool aus, cooler Style. Was machst du denn jetzt? Ich war verabredet irgendwie auf dem RAW-Gelände. Und die haben gesagt, wir gehen jetzt ins Berghain. Und die sagten so spontan, hast du nicht Lust mitzukommen? Und ich kannte ja das Berghain vom Hören sagen. Aber ich war noch nicht so weit, dass ich dachte, da will ich jetzt hin. Aber in dem Moment habe ich gedacht, wolltest du doch immer hin. Das ist auch wieder genau dieser Moment, wo etwas an mich herangetragen wurde. Ja. Ja, habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich da eingetaucht, 8 Stunden. Die haben mich so richtig an die Hand genommen, haben mir alles gezeigt. Und ich stand da wirklich in diesen heiligen Hallen und habe gedacht, wow, was geht hier ab? Wirklich eine ekstatische Musik. Überall irgendwie diese Menschen, diese jungen Menschen. Und mittlerweile weiß ich, egal wo ich hingehe, ich bin immer der Älteste. Ja, da, aber in dem Moment habe ich immer gedacht, ey. Und dann kamen die Leute, hey, Alter, man merkt, du spürst das. Diese Komplimente. Dann habe ich gedacht, wow, wenn diese Leute das denn sagen, hey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hey, dann ist das sicherlich richtig. Weil das Letzte wäre ja irgendwie peinlich zu sein. Ne? Ja. So, wenn man da denkt, hey, ich will jetzt mit euch tanzen, ja, und man ist plötzlich der Kasper oder sowas. Also das würde ich dann auch nicht so toll finden. Naja, gut, war aber nicht. Und da habe ich dann wirklich so dann den ganzen Nachmittag verbracht. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und habe wie ein Luftkissenboot mich gefühlt. Ich bin so geschwebt, irgendwie 10 Zentimeter über der Erde. Und habe gedacht, wow, wie geil ist das denn? Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, ey, Alter, hast du dich jetzt mal gehört oder so? Du erzählst irgendwie diese Dinge so, als wenn du, weiß ich was, so staunend da stehst wie so ein Kind zu Weihnachten. Ja. Und die Leute müssen denken, der hat nicht alle Latten im Zaun. Ja, ja, der davon irgendwie sagt, oh, wie geil war das denn? Und weil, und ich fühlte mich wie eine Rakete auf der Abschussrampe. Und dann bin ich ins Weltall geschossen worden. Und dann bin ich ins Universum, bin ich da rumgeändert. Und dann hat der DJ so einen geilen Track gehabt. Und dann bin ich so wieder sanft gelandet. Und es war einmal so, dass ich heulend auf der Tanzfläche stand. Also die Tränen kamen mir, weil das so ein emotionaler Moment war. Und dann denke ich immer, ja, ich bin irgendwie ein alter Herr, aber drinnen irgendwie, der hinkt um Jahrzehnte hinterher, ja. Aber Gott sei Dank, das ist, glaube ich, auch der Motor meiner Aktivitäten und meiner Lust und Spaß aufs Leben überhaupt. Ja, ja. Das kann man, glaube ich, schon bei dir sagen, oder? Du hast eine unheimliche Lust und einen Spaß am Leben. Ja. Was wirklich... Weil ich denke, nachher ist doch eh nichts, ja? Irgendwie. Und ich meine, wenn die Leute sagen, woher kommt das? Ich sage, wenn man alt ist und seine Endlichkeit begreift oder sieht, dann kann man doch nur Spaß haben. Dann kann man doch nur sagen, das, was mir bleibt, werde ich irgendwie richtig so gestalten, dass ich Spaß habe. Ja. Und wenn die dann über mein Outfit sagen, ich sage, ich habe auch irgendwann auch beschlossen, ich will jeden Tag meines Lebens, was ich noch habe, in meinen schönsten Kleidern begrüßen, jeden Tag. Und dann, ja, toll, das auch feiern. Ja. Toll. Und das, ja, deshalb ist das so. Und natürlich gibt es auch Tage, wo du durchhängst, aber das muss ich ja nicht unbedingt posten, aber das weiß jeder, thematisiere ich manchmal, ja. Das ist irgendwie... Das ist es ja auch als Influencer oder halt als Storyposter etc. Man postet ja eigentlich nur die positiven Sachen, ne? Das ist halt... Ja.
Naja, okay, ich rede schon. Aber na klar, ich muss irgendwie nicht sagen, dass ich irgendwie ein Hühnerauge habe oder weiß nicht was. Irgendwie, na. Ja. Wir machen ein kleines Päuschen und gleich geht's weiter und dann kommt eine kleine Überraschung für euch. Seid gespannt. Das ist ja in der Pandemie auch, hatte das eine kleine Renaissance erlebt. Und zwar der berühmte Altersheim-Stuhltanz. Ja, letztendlich, dass auch die jungen Leute da saßen, weil sie ja nicht tanzen durften, aber das durften sie machen. Da habe ich gesagt, was macht ihr denn da? Das ist ja wie im Altersheim der Stuhltanz. Ja, nur mit Technorhythmen. Gut, das gab es da nicht. Aber das ist, ja, ist so gewesen. Ja, also man kann auch im Sitzen tanzen. Und weil das ist ja mein geflügelter Ausdruck, immer steht auch in dem Buch, aber ich liebe ihn auch, wenn einer sagt, ich kann nicht tanzen, und dann sage ich, nur wer steht, tanzt scheiße. Ja, letztendlich. Du hast es gerade gesagt. Ja, Buch. Das ist, ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Es ist wunderbar. Ach, du hast, super, sogar ja, also, dabei. Wenn du mit der BVG fährst oder dann Schienenersatzverkehr oder die Verspätung, dann ist es gut, kleine Geschichten dabei zu haben und die einen wirklich die Wartezeit überbrücken und dann auch nicht mehr so böse auf die BVG ist für die vielen Bauarbeiten und Verspätungen oder ausgefallenen Rolltreppen und Fahrstühle. Ach, das, die Liste wäre sehr lang. Aber hier, sei einfach du. Und deshalb immer, jetzt müssen wir bremsen. Also, mega empfehlenswert, bitte unbedingt kaufen. Also beim Händler des Vertrauens. Er erfahrt noch so einiges mehr über mich. Ja. Ja, alles das, was sie schon immer wissen wollten, aber sich nicht zu fragen trauten, steht dann da. Ja. Toll. Okay. Unbedingt, also Leseempfehlung, bitte kaufen, bitte lesen. Genau. Ja, oder der Mama oder dem Großpapa oder wem auch immer. Oder den ganz jungen Leuten, damit sie wirklich wissen, ich kann locker bleiben, ich kann locker 77 werden und kann richtig viel Spaß haben. Also, ich bitte für jede Generation. Absolut. Und jetzt kommt eine absolute Fahrradpremiere bei mir hier. Wir haben schon viele Künstler gehabt, die hier gesungen haben. Jetzt ist es soweit. Hoppala, alles gut? Mein Fächer. Mein ohne Fächer. Fächer fahren wir hier nicht weiter. Ohne Fächer geht der Günther. Unser lieber Maurice. Bett. Ja, okay. Ohne Fächer geht der Günther nie. Dankeschön. Oh, Mann, gut, dass das nicht in der Rush-Hour war. Ja, das ist hier schön entspannt in Kreuzberg. Wir sind wieder in Kreuzberg angekommen, deiner Hut. Ja. Engelbecken, also wer mal in Berlin ist, unbedingt mal ans Engelbecken gehen. Ja, unbedingt. Das ist wirklich wieder reaktiviert worden. Das gab es schon mal früher, dieses Engelbecken. Das war ganz, ganz früher im Stichkanal vom Ost, von der Spree, da bis zum Obernhafen, weil da als so dieser Bezirk entstand und viel gebaut wurde, da wurden die Baumaterialien mit diesen Glaskähnen dahin gefahren. Also was jetzt so ein Grünzug ist, war früher ein Kanal. Ja. Unbedingt sehenswert in Berlin, auf jeden Fall Engelbecken. Und jetzt kommt die Fahrradpremiere. Und zwar, du machst den Spaß mit, wir wollen hier tanzen. Wir wollen einen Fahrradtanz. Und du meinst gerade schon, wie im Seniorenheim, das Stuhltanz. Ja, genau, das ist der Satteltanz. Also, ich bin sattelfest. Ja, also... You fooling around with my feelings has been too hard on me. Just listen to my voice, ain't got something nice to say to you now. Ain't got something nice to say to you now. Not when I want to.
while, and maybe I need more time and stop and think about it a while, and maybe I need more time and stop and think about it a while, and maybe I need more time and stop. Geil, geil. Günther, vielen, vielen Dank. Das war ja, das hat einen riesen Spaß gemacht hier. Aber hast du gemerkt, was für ein Lächeln man auch vielen Leuten gleich ins Gesicht zaubert, wenn man einfach noch ein bisschen lauter Musik auf dem Fahrrad hört? Und Spaß hat. Und Spaß hat. Genau. Und ja, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt am Kotti angekommen. Genau. Wo dein zweites Leben eigentlich angefangen hat, deine ganze... Die Welt liebt halt. Ja, also, ja, Cosmopolitan gewesen. Ja. Entschuldige bitte, du hast es geschafft. Manche Menschen würden sich wünschen, auch immer in der Cosmopolitan zu sein. Ja, und mit unserem letzten Tanz, da sind wir bei Janet Jackson auf ihrer Seite gelandet. Ernsthaft, ja, Janet Jackson? Ja, aber natürlich. Und dann wirklich, dann ist das nochmal so richtig durch die Decke gegangen, mit meiner wunderbaren Freundin Britt gemeinsam ein Tänzchen zu machen. Es war einfach nur der Hammer. Mega. Und dann wundert man sich, ich vor allen Dingen, als älterer Hipster, was alles so dieses Netz alles fabriziert und so. Also das schaue ich immer noch. Keine Ahnung. Günther, vielen, vielen Dank. Danke. Es war wirklich toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen Gerne. Hast, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich könnte mich mit dir Stunden unterhalten, du hast so viel zu erzählen. Aber es hat auch riesigen Spaß gemacht. Und dann bei schönstem Kaiserwetter hier im Kreisverkehr vom Kotti als Abschluss, als echter Höhepunkt. Also ich meine, da kann man ja dann noch mal wirklich diesen Kurortcharakter kennenlernen. Ja, letztendlich. Das ist wirklich absolut der Hammer. Nein, Günther, vielen, vielen Dank. Das war Günther Grabenhöf, der wohl wirklich coolste Grandpa der Welt. Bitte folgt ihm, wir haben alles unten verlinkt. Genau. Und das war VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Günther Grabenhöf, kauf dein Buch, das ist wirklich toll. Genau. Und bitte bleib so, wie du bist. Toll. Veränderung ist doch aber auch wichtig, ne? Toll. Stehen bleibe. Ja. Das wollen wir nicht. Wir gehen immer weiter. Und wenn ihr wollt, guckt auch die anderen Folgen, abonniert uns. Unbedingt. Das sind wirklich so tolle Gespräche, so tolle Fahrten. Und ihr lernt ein bisschen Berlin kennen. Das auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Tschüss.